Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen heute endlich mal wieder zu einem Kerzenvideo. Ich möchte euch in diesem Video meine Winter- und Weihnachtsdüfte zeigen. Hauptsächlich von Yankee Candle, ich habe aber auch zwei, drei Düfte von Country und Heart and Home Candle dabei. Heart and Home ist, glaube ich, eine etwas eher unbekanntere Firma. Ja, es werden aber nicht nur reine Weihnachtsdüfte sein, sondern ich habe mir auch die rausgepickt, die man hauptsächlich in der kalten, kühlen Winterzeit anzündet. Die Food and Spice Düfte, also die süßen Gebäckdüfte. Das Gebäck isst man ja auch hauptsächlich in dieser kalten und Winterzeit oder beziehungsweise Weihnachtszeit. Und da macht man sich diese Düfte natürlich auch gerne an, um diese gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Und mit denen möchte ich auch gleich erstmal anfangen und dann werden wir uns im Laufe des Videos immer mehr steigern in Richtung Weihnachten und zum Schluss wird es dann richtig weihnachtlich mit den reinen Weihnachtsdüften. Passend dazu habe ich mir natürlich wieder meine Weihnachtsmütze aufgesetzt und ich bin ein bisschen näher gerückt. Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschreckt, denn ich bin ein bisschen näher zur Kamera gegangen, damit ich euch gleich die Tarts, die Label in die Kamera halten kann, denn ich habe hier hauptsächlich, beziehungsweise hauptsächlich nicht, sondern nur Tarts, beziehungsweise Duftwachs, die man halt eben in die Duftlampe packt und keine Kerzen mit doch, die größer sind. Und deswegen ist das ein bisschen fipselig und deswegen möchte ich euch die etwas näher in die Kamera halten. Ich fange jetzt erst mit den ganzen Yankee Candle und Duftwachsen an und möchte mich ein bisschen durchdüfteln und durchprobieren, bevor ich mir die teuren, großen Kerzen kaufe, weil die wirklich so teuer sind, dass man sich das gut überlegen sollte, ob man diesen Duft wirklich so sehr mag und deswegen eine große Kerze davon kaufen möchte. Ja, ich habe ja jetzt hier in der Nähe in Hamburg einen Yankee Candle Shop, der im November aufgemacht hat und da war ich natürlich jetzt schon ein paar Mal und habe ordentlich zugegriffen und freue mich, dass ich den jetzt hier in der Nähe habe. Diesen Haul habe ich euch gar nicht gezeigt, aber einige Düfte, die jetzt hier dabei sind, kommen auch aus diesem Shop. Und ja, jetzt wollen wir gleich mal anfangen. Und zwar mit einem Food and Spice Duft, der jetzt nicht von dem Yankee Candle Shop ist, sondern von Duft und Raum, wo ich bestellt hatte. Aber dieser Duft ist nicht mehr im regulären Sortiment, glaube ich. Und habe ihn da aber noch entdeckt und der hörte sich einfach so toll an und es sieht auch einfach unglaublich schön aus auf dem Label. Das zeige ich euch jetzt einmal. Das ist schon so abgegangen von dem Tarte. Und zwar handelt es sich hierbei um, so erkannt ist, ne? Vanilla Bourbon. Da sehen wir zwei Gläser. Boah, läuft mir richtig das Wasser im Mund zusammen. Mit viel Sahne und Karamell. Ja, ich hole mir einmal aus der Tüte hier den halben Tarte, weil ich hatte den schon an einmal. Und er riecht natürlich nach Vanille, aber ich finde hauptsächlich auch nach Karamell und Sahne. Sehr, sehr süßlich. Und ich rieche da jetzt keine Alkoholnote raus, also ich rieche da keinen Bourbon oder Whisky, sondern ich rieche wirklich eher karamellisierten Zucker, Sahne und Vanille. Und der war mir jetzt auch nicht zu süß, als ich ihn anhatte oder pappig, sondern sehr... ja, wirklich sehr, sehr lecker und gemütlich, als ich ihn anhatte. Dann kommen wir zu einer, ja, zu der neuen Cookie Swap Collection. Und da musste ich natürlich auch zugreifen. Und einen hatte ich davon auch schon an. Ich habe mir aber nur zwei von den dreien geholt. Nicht den Zimtduft, weil der war tatsächlich, obwohl ich Zimt sehr gerne mag, mir doch sehr, sehr zu zimtlastig. Ich fange jetzt erstmal an mit den Mary Berry Linzer. Und zwar sehen wir darauf diese Plätzchen mit der Marmelade da drin. Diese Doppeldecker und dazwischen finden wir Marmelade. Ich muss ja ein bisschen aufpassen, dass das nicht blendet. Ja, und der riecht sehr nach dieser Marmelade, also etwas Fruchtiges. Ich weiß nicht, ob das Kirsche oder Himbeere ist. Auf jeden Fall was Beeriges. Zuckrig ist er auch, also so ein bisschen Gebäck, aber ich finde nicht, ich rieche da jetzt nicht sehr viel Gebäck raus. Und eine Mandel, eine
ja doch, Marzipannote hatte auch. Genau deswegen habe ich mich ja so drauf gefreut. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem tollen Marzipanduft, habe ihn leider noch nicht gefunden. Aber hier ist immerhin eine kleine Note dabei. Als ich den warm anhatte, fand ich ihn aber leider ein bisschen künstlich und ein bisschen zu pappig süß. Kalt finde ich den ja schön, aber ich habe ihn ja nochmal und mir ist einfach aufgefallen, dass ich beim zweiten Mal auch eine ganz andere Empfindung haben kann und dass ich ihn doch einfach ganz anders wahrnehme. Mal schauen, wie das dann aussieht. Und der zweite, den ich aus der Cookies Web Collection habe, ist Magic Cookie Bar. Und den finde ich ja von der Aufmachung her am schönsten, weil er gelb ist. Ich liebe gelb. Und ja, er sieht wirklich sehr, sehr schön aufgemacht aus. Hier sehen wir eigentlich kein Cookie, sondern eher so einen Blechkuchen. Und dieser Kuchen hat verschiedene Schichten und das riecht man auch. Diese verschiedenen Schichten riecht man. Einmal diese Kokosraspeln obendrauf. Dann riechen wir Schokolade, beziehungsweise rieche ich Schokolade. Und viel Zucker und ein bisschen Sahne. Und da bin ich gespannt, ob der mir auch zu viel sein wird in der Duftlampe, dass der mir auch zu künstlich sein wird und zu bappig. Schauen wir mal. Noch ein süßer Food and Spice Duft, der sehr beliebt ist, aber ich finde ja die, die Wachsfarbe nicht ganz so passend. Und zwar ist das Macaron Treats. So erkennt ihr es. Ich habe noch nie Macarons gegessen oder gar dran gerochen, deswegen kann ich nicht sagen, ob der Geruch hier da irgendwie stimmt. Ich habe hier auch einen Sampler gehabt, also so eine kleine Votivkerze mit Docht, habe ihn aber zerschnitten, weil ich einfach die Votivkerzen nicht intensiv genug finde, wenn man sie anzündet und sie deswegen lieber in die, ja, so durchgeschnitten in die Duftlampe tun. Ja, er riecht keksig, teigig und nach Zucker süß. Nicht mehr und nicht weniger. Hatte ich auch schon an. Mochte ich auch sehr gerne, aber ich finde ihn ein bisschen langweilig. Weil er wirklich nur dieses keksige und süße hat. Und ja, mehr auch nicht. Dann habe ich hier mal keinen Food and Spice Duft und auch keinen richtigen Weihnachtsduft und trotzdem finde ich, dass er in dieser Zeit sehr gut angezündet werden kann. Ich hole ihn mal aus der Folie raus, aus dem Tütchen, dann kann ich ihn euch besser zeigen. Und zwar ist das Warm Cashmere. Man sieht hier so die flauschigen Decken aufeinander gestapelt und das ist wirklich ein sehr weicher, warmer Duft, der auch nicht zu intensiv ist. Er riecht so ein bisschen holzig, aber nur ganz leicht. Und für alle, die es nicht so intensiv mögen und vielleicht auch keine Food and Spice Düfte mögen, nicht dieses süße, bappige mögen, aber trotzdem einen warm, weichen, schönen, wohligen Duft haben wollen, den kann ich Warm Cashmere sehr ans Herz legen. Auch wenn er mir fast schon ein bisschen zu wenig intensiv war, finde ich diesen Duft wirklich sehr, sehr schön. Ganz leicht holzig, warm und wohlig und angenehm. Und bei diesem Duft habe ich auch eine kleine Story dazu. Und zwar weiß ich aus verlässlicher Quelle, nämlich aus meiner eigenen, dass Phil von Phil's Osophie diesen Duft auch sehr, sehr mag. Ich habe ihn nämlich in unserem Yankee Candle Store überfallen. Und nicht überfallen, sondern auf frischer Tat ertappt, wo er da in dem Laden war. Es war eine sehr lustige Situation, als wir uns da getroffen haben und uns dann zusammen da ein bisschen durchgeschnuppert haben. Und diesen Duft, den kauft er wohl immer wieder nach. Obwohl er natürlich nicht so der riesen Duftkerzenfan ist, wie wir anderen Verrückten. Aber ich habe ihn dort erwischt und ja, diesen Duft, der hat es ihm wirklich angetan. Also kann ich mir vorstellen, viele, die von Duftkerzen so ein bisschen Kopfschmerzen bekommen und das einfach zu viel finden, zu too much finden, ist Warm Cashmere vielleicht auch eine Empfehlung. So,
Jetzt habe ich noch 3 Food & Spice Düfte und dann geht es endlich mit den richtigen Weihnachts- und Winterdüften weiter. Und zwar habe ich jetzt hier noch einen, den ich bei Duft und Raum bestellt habe, den ich aber noch nicht anhatte. Ich habe ihn hier schon in der Tüte, weil sich so ein bisschen die Verpackung schon auflöst. Und zwar ist das Gingerbread Maple, also Lebkuchen und Ahorn. Bei dem muss ich leider sagen, dass ich da sehr, sehr viel Zimt rieche und fast nichts anderes. Und eigentlich soll er auch so ein bisschen nach Sahnecreme und halt nach Ahornsirup riechen. Aber den rieche ich leider fast gar nicht. Und ich hoffe, dass wenn er warm ist, also wenn man ihn in der Duftlampe anmacht, dass man diese ganzen anderen Nuancen besser rausriecht und nicht zu sehr den Zimt. Aber ich bin gespannt und lasse mich auf jeden Fall drauf ein, weil ich mag ja Zimt, aber ich finde es dann immer schade, wenn der alles andere überdeckt. Ein weiterer Zimtgeruch, den ich aber sehr mag und den ich jetzt schon das zweite Mal habe, das war einer meiner ersten Düfte überhaupt, die hatte ich bei meinem ersten Haul dabei. Und zwar ist das Home Sweet Home. Da mag ich das Label auch total gerne. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und dieser Duft riecht, wie gesagt, auch nach Zimt, aber auch sehr, sehr nach Früchtetee. Und diese Kombination finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und weil man ja auch im Winter sehr, sehr gerne Tee trinkt, ich jedenfalls, und weil Zimt nun mal ein Weihnachtsduft ist, ein Weihnachtsgewürz, ist das für mich auch ein Weihnachtsduft. Aber könnte ich, glaube ich, auch sonst immer anhaben. Ja, der ist wirklich ganz, ganz toll und auch sehr intensiv. Der duftet einen wirklich die ganze Bude voll. Und der letzte Food & Spice Duft, gegen den ich mich eigentlich lange Zeit gewehrt habe, weil ich das Gebäck, was da drauf ist, einfach nicht so gerne esse, beziehungsweise der Inhalt. Und zwar geht es um die Rosinenschnecke. Aber da haben alle so sehr von geschwärmt, dass ich dann auch mal im Laden dran gerochen habe und dann musste ich ihn doch mitnehmen, weil ich den so toll fand. Und zwar, ja genau, die Rosinenschnecke oder auch Pain en Raisin, wie auch immer, nennen wir sie einfach weiterhin Rosinenschnecke und ich mag halt keine Rosinen. Und deswegen ist das für mich jetzt auch nicht so toll gewesen, als ich von diesem Duft gehört habe, aber als ich dran gerochen habe und jetzt wieder dran rieche, bin ich hin und weg. Und zwar ist das so ein feiner Geruch nach Gebäck und nach Puderzucker. Es riecht so pudrig, man riecht wirklich den Puderzucker raus und als hätte man ihn gerade darüber gestreut. Und halt diese bisschen fruchtige Note durch die Rosinen. Und riechen kann ich sie durchaus, ich mag sie einfach nur nicht essen. Und es riecht jetzt auch nicht pur nach vergorenen Früchten, sondern wirklich nach diesem Gebäck und nach diesem Puderzucker und ein bisschen auch nach Zimt. Auch wirklich ein ganz, ganz toller Duft. Und ich finde, das passt auch einfach sehr gut in die Weihnachtszeit. Jetzt sind wir aber durch mit den ganzen Food & Spice, beziehungsweise es kommen noch Food & Spice Düfte, aber dann sind es wirklich weihnachtliche Düfte. Ich muss mir ein bisschen Platz schaffen. Jups. So, womit fange ich denn an? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich fange jetzt einfach mal mit einem Duft an, den ich jetzt noch nicht ganz so pralle finde, aber ganz, ganz nett. Und zwar ist das Angel's Wings. Dieser hier. Ja, weißes Wachs und wir sehen halt auch einen Engelsflügel drauf und eine Blüte. Ja, eine Blüte. Der riecht nach Zuckerwatte, Vanille und irgendwie noch was anderes. Und das hatte ich so ein bisschen rausgerochen und wollte es wissen und habe es dann nachgeschlagen. Es soll nach Winterblüten riechen. Das hätte ich jetzt so nicht rausgerochen. Er riecht auch so ein bisschen pudrig.
Ja, als ich ihn anhatte, war er allerdings, und es war auch schon so, als der noch geschlossen war, habe ich kaum was rausgerochen, kaum Duft rausgerochen und habe ihn dann in die Lampe getan. Und dann habe ich ihn auch wahrgenommen, aber nicht sehr intensiv. Und ich finde, er war auch nicht sehr besonders, weil ich hauptsächlich dieses Zuckerwattige wahrgenommen habe und eigentlich nichts anderes. War ganz nett und vielleicht auch für welche, die auch mehr so einen feineren Geruch mögen und nicht ja, voll auf die Fresse, sondern ja, so ein bisschen dezenteren, süßeren Geruch. Ein nächsten, der für mich noch ungeschlagen, ja, also jedenfalls in dieser Richtung ungeschlagen ist, was Weihnachtsdüfte angeht, ist dieser hier. Red Apple Wreath oder Wreath, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und darauf sehen wir halt einen Weihnachtskranz mit Äpfeln und Zimtstangen. Und danach riecht es auch, denn hauptsächlich riecht man hier den Apfel, finde ich. Und zwar süßen, roten Apfel, aber trotzdem sehr, sehr fruchtig. Auf jeden Fall Zimt ist dabei. Und es soll noch Ahornsirup dabei sein, oder Ahorn, aber das rieche ich nicht. Ja, wirklich, wirklich ein toller Apfelduft und total weihnachtlich für mich. Ich hatte auch schon Tarte Tatin. Das ist ja so ein Apfelkuchenduft gewesen, auch von Yankee Candle. Und den mochte ich gar nicht. Den mochte ich wirklich nicht, weil da waren für mich die Äpfel so ein bisschen muffig und nicht so schön knackig, rot und süß und fruchtig, wie es hier der Fall ist bei Red Apple Wreath. Und deswegen habe ich den aussortiert nach dem ersten Mal düfteln. Ich weiß, dass er auch so seine Fans hat, aber so mich hat das überhaupt nicht angesprochen und ich bin da eher dieser Fan hier von diesem Duft und freue mich, dass ich noch eine Hälfte habe, denn ich habe den nämlich angebrannt, das muss irgendwann im November und im Oktober gewesen sein und da bin ich schon so in Weihnachtsstimmung gekommen. Oh, ich bin richtig dahingeschmolzen, als ich diesen Duft gerochen habe in meiner Wohnung und deswegen, wenn jetzt auch noch wirklich Weihnachten ist, passt das ungemein. Und um jetzt so ein bisschen zu vergleichen, habe ich jetzt von der Marke Heart and Home auch noch mal einen Apfelgebäckduft. Und zwar ist das Heart and Home süße Apfelleckerei. Man sieht hier auf den so frittierte Äpfel und daneben einen Apfelschnitte. Finde ich auch ganz cool, die Aufbewahrung, weil bei Yankee Candle finde ich es immer schlimm mit den Aufmachen und mit dem Gebrösel. Ihr seht, den hatte ich noch nicht an. Ja, klappt man hier so auf und dann kann man den Melt hier so rausnehmen und auch zerbrechen. Und ich finde, der riecht auch sehr, sehr frisch, knackig, apfelig. Also dieses Frittierte rieche ich gar nicht so. Ich rieche ja auch Zimt, aber mehr eigentlich auch nicht. Also ich finde, der riecht wirklich sehr ähnlich. Ich rieche jetzt nochmal zum Vergleich am Red Apple Wreath. Der riecht wirklich ähnlich. Aber es kann auch jetzt ein bisschen verfälschen, weil man riecht leider auch die anderen Düfte. Ich habe ja die in diesem Beutelchen halt mehrere Düfte und dann nebeneinander und die Beutel übernehmen leider so ein bisschen den Geruch von den anderen. Deswegen rieche ich hier auch mehrere Düfte gleichzeitig. Aber ich bin gespannt, ob dieser Apfelduft den Red Apple Wreath ja, Konkurrenz machen kann. Bin ich gespannt. Und jetzt, wo wir gerade bei Heart and Home sind, bleiben wir dabei. Habe ich nämlich noch einen zweiten Duft geschenkt bekommen zum Geburtstag von einer Freundin. Und zwar diesen hier. Das ist Heart and Home Sugar and Spice. Und der riecht toll. Und zwar habe ich den nämlich auch gerade in der Duftlampe. Und deswegen ist jetzt auch schon was weg. Und der riecht richtig schön cremig nach Vanille, aber irgendwie auch nach, ich weiß nicht, nach irgendwie so einer weißen Schokolade.
ja, irgendwas Flüssigen, also irgendwie so ein Shake, der aber warm ist. Und dann, weil es heißt ja auch Sugar and Spice, also man, es riecht wirklich süß. Und nach Gewürzen, nach Zimt auf jeden Fall. Und auch was Mandeliges hat es dabei. Es könnte auch Mandelmilch sein, irgendwie. Ja, also dieses Nussige riecht man halt auch wirklich sehr stark. Also cremig, nussig, mandelig und süß. Im Moment riecht man den leider nicht mehr so stark, weil ich den schon seit gestern anhabe. Also da könnte ich gleich mal wieder neuen Duft reinmachen, wenn die Teelichter durchgebrannt sind, die ich da drin habe. Dann kommt wieder ein neuer Duft. Da freue ich mich dann immer drüber, mir einen neuen außenrum zu können, den ich dann anmache. Ja, und jetzt kommt ein ja, weiterer Favorit, bei dem ich mir wirklich überlegt habe, ob ich den in groß kaufe. Aber noch habe ich ja hier die Hälfte des Tarts und werde mal schauen, ob ich ihn auch beim zweiten Mal, wenn ich ihn in der Duftlampe habe, genauso feier und toll finde. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass ich den so toll finde, weil da musste ich im Laden, im Yankee-Candle-Laden auch mehrmals dran schnuppern, um ihn dann auch gut zu finden. Und zwar ist das ein Tannengeruch. Sparkling Snow. Und den finde ich auch einer mit am schönsten von den Label her. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, weil an der Seite blinken auch nochmal so metallische Schneeflocken. Ja, wirklich, wirklich schön. Und der riecht im ersten Moment sehr, sehr tannig, aber dann kommt im zweiten Moment also auch noch was Weiches und Vanilliges. Ach, vanillig ist es nicht, aber auf jeden Fall was Weiches, Cremiges hinterher. Und ich glaube, die meisten sagen dazu irgendwie Schaumbad. Ich finde es aber so traumhaft. Ich liebe den. Also besonders, wenn das draußen so richtig knackig kalt ist, kann ich mir den anmachen. Und da kann ich auch täglich fünfmal dran riechen, nur um diesen Duft einmal in der Nase zu haben. Weil ich den wirklich unglaublich schön finde. Ich kann gar nicht mal aufhören, dran zu riechen. Ja, riecht wirklich, wirklich schön. So, jetzt haben wir noch drei Düfte übrig. Und einen, auf den ich auch sehr gespannt bin, den habe ich aber noch nicht ausprobiert, ist wieder so ein schönes winterliches Label. Oh, ist der nicht wunderschön? Season of Peace. Man sieht so eine Weihnachts-Winter, nee, nicht Weihnachts-, sondern Winterlandschaft, die so richtig zugeschneit ist. Und bei dem steht einfach nur, weil ich es nicht rausriechen konnte, weißer Moschus. Man riecht den Moschus schon raus, aber ich finde, es riecht auch so leicht minzig. Aber nicht so stark irgendwie nach Zahnpasta oder nach grünem Minzblatt, sondern ganz, ganz dezent. Ja, und wirklich, als wenn man in einer frischen Winterlandschaft steht und tief einatmet. Ja, also ich habe noch nie am weißen, ich weiß auch gar nicht, was der Unterschied ist zwischen Moschus und weißen Moschus, keine Ahnung. Aber für mich riecht es halt ein bisschen minzig, aber trotzdem warm weich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und apropos Minze, da kommen wir, Pfefferminze, da kommen wir jetzt zu den letzten beiden Düften und die kann man sehr gut miteinander vergleichen. Und zwar ist das einmal Candy Cane Lane, der soll ja aus dem Sortiment rausgehen, wie ich gehört habe. Und zum Vergleich habe ich hier von Country Candle den Peppermint Twist. Den hatte ich mir bei American Heritage geholt. Die haben ja Country und Kringle Candle. Und das ist ja so ein Daylight. Das heißt, eigentlich hat das einen Docht und den zündet man in dieser Kapsel an, wenn man, nachdem man den Deckel natürlich abgenommen hat. Aber als ich den angemacht habe, habe ich null gerochen und deswegen habe ich auch den zerteilt. Und den hatte ich auch schon zweimal in der Duftlampe. Und einmal bleibt mir jetzt noch. Und der ist auch unglaublich genial. Also der riecht wirklich sehr minzig, aber auch sehr zuckrig, also sehr, sehr süß-minzig. Ja, immer eben wie halt hier auch vorne die drauf, diese Zuckerminzstangen drauf sind. Aber ich finde, er riecht überhaupt nicht nach diesem Zahnpasta-minzigen, sondern dadurch, dass irgendwie noch was
vanillig-cremiges mit dabei ist, riecht das wirklich nach einer Süßigkeit und nicht nach Zahnpasta. Dagegen Candy Cane Lane, wenn man jetzt den mal zum Vergleich nimmt, der soll auch nach Pfefferminz und Zucker riechen. Da finde ich, riecht die Minze viel grüner, also mehr nach diesem frischen Minzblatt und dann plus Zucker. Und der riecht so ein bisschen mehr nach Zahnpasta, weil halt hier dieses grüne Minzblatt drin ist. Aber finde ich auch nicht unangenehm. Aber für mich gewinnt der um einiges mit großem Abstand gewinnt hier Peppermint Twist. Auch da könnte ich mir vorstellen, ein Glas zu holen. Allerdings finde ich schade, dass das Wachs in dem Glas einfach nur rot ist. Ich hätte mir da gewünscht, dass es tatsächlich so einen Twist hat und weiß und rot wäre. Das wäre echt der Hammer gewesen. Und da hätte ich, glaube ich, auch lieber weißes Wachs gehabt. Ach ja, der ist wirklich auch ganz, ganz toll. Ja, das war's mit meinen Weihnachtsdüften. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht und macht mir jetzt noch mehr Lust drauf, die jetzt in der kommenden Weihnachtszeit noch anzuzünden. Einige kenne ich ja schon, andere muss ich noch warm ausprobieren. Und ja, nennt mir doch gerne in den Kommentaren eure liebsten Weihnachts- und Winterdüfte. Und vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen mit diesen Düften hier gemacht, die ich euch gezeigt habe. Dann schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Und vielleicht habt ihr ja irgendwie noch einen Tipp für mich, was ich unbedingt mal erschnuppern muss. Oder ihr sagt mir, welchen Duft ich auf jeden Fall als nächstes ausprobieren soll, von denen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Ja. Lasst uns da ein bisschen drüber schnacken, wenn ihr mögt. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Ciao, ciao!